Hallo und willkommen bei Skipper & Co. und unserem dritten Teil Abenteuer Bodensee. Wir kommen gerade vom Duschen und sind bereits wieder am Boot. Der Aufstieg hier ist tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig. Man muss echt den richtigen Moment abpassen, aber es funktioniert. Meersburg hat uns wirklich sehr gut gefallen. Doch jetzt geht es in Richtung eines neuen Ziels und das ist gar nicht weit weg. Konstanz soll es werden. So, wir haben Meersburg gerade verlassen und bewegen uns jetzt ganz langsam auf Konstanz zu. Wir wollen aber tatsächlich noch eine kleine Runde um die Insel Mainau drehen. Die Blumeninsel Mainau ist im Sommer ein wahrer Publikumsmagnet und gehört zum Pflichtprogramm für jeden Bodenseebesucher. Heute und zu dieser frühen Jahreszeit wirkt sie doch etwas trist und verlassen. Da ist an den Pfahlbauten in Unteruldingen doch deutlich mehr los. Dieses Freilichtmuseum kommt direkt auf unsere Liste für den nächsten Bodenseebesuch. Heute genießen wir erst einmal die Fahrt und die Wellen, auch wenn sie nur von vorbeifahrenden Schiffen kommen. So, jetzt sind wir kurz vor Konstanz und die Imperia ist quasi schon in Sicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir da im Bundesbahnhofen einen schönen Gästeliegeplatz kriegen. Telefonisch konnten wir diesmal niemanden erreichen, aber wir hätten Fax schicken können. Gut, geht jetzt nicht, ne? Also, wir haben eine Brieftaube geschickt. Leute, wie sieht das aus? Wer von euch nutzt denn noch ein Faxgerät? Spaß beiseite. Jemanden hier telefonisch zu erreichen, das scheint etwas unmöglich, zumindest zu dieser Jahreszeit. Aber macht nichts, wir haben trotzdem eine freie Box gefunden. Die liebe Carm und ich, wir sind jetzt auf dem Weg, den Hafenmeister suchen. Wir haben gerade festgemacht in Konstanz und lief ganz gut, ne? Lief ganz gut. Wir haben ein bisschen länger als gedacht, aber wir kommen genau richtig zur Kaffee- und Kuchenzeit. Ja, jetzt ist gleich Kaffee- und Kuchenzeit, auf jeden Fall. So. Wenn ihr keinen Hafenmeister findet, dann habt ihr folgende Möglichkeit. Und zwar liegen hier so schöne Briefe oder schon vorbereitet. Dort tragt ihr dann einmal eure Schiffsdaten ein. Und anhand dieser Preistabelle könnt ihr den Liegeplatz, den Preis für eure Nacht hier berechnen. Auch den tragt ihr einfach oben ein. Und dann packt ihr zusätzlich das Geld in den Umschlag und werft es hier ein. So, jetzt wollen wir Kaffee und Kuchen. Und Konstanz wollen wir auch sehen. Na dann, mal los. Ah, gesellig hier. Wir sind im Vogelhaus. Sehr gemütlich und leckerer Kaffee und Kuchen. Genau das Richtige bei dem Wetter. An dieser Stelle fließt der Rhein durch Konstanz. Wenn man hier durch das Stadtzentrum fährt, gelangt man in Richtung Untersee. Dafür reicht unsere Zeit dieses Mal leider nicht aus, aber auch das ist für einen nächsten Turn notiert. Natürlich mussten wir uns auch die Imperia-Statue anschauen. Die hat uns ja quasi schon zur Hafeneinfahrt begrüßt und ist die wohl meist fotografierte Sehenswürdigkeit in Konstanz. Eigentlich wollten wir ja heute an Bord kochen, aber Pläne sind da, um gebrochen zu werden und wir wollten Pizza. Ja, und ich habe richtig Bock auf Calzone Volcano, glaube ich heißt sie. Wir haben sie im Internet entdeckt, sah richtig, richtig geil aus. Und sie war auch richtig lecker. Aber auch die anderen beiden waren sehr, sehr glücklich mit ihrem Essen. Pasta und Pizza waren perfekt und ja, der Laden ist eine absolute Empfehlung. Guten Morgen. Oh, ist noch früh, ne? Ja. Warum sind in Konstanz. Warum sind wir so früh wach? Viel fahren wollen heute. Genau so ist es und deswegen legen wir im strömenden Regen ab und begeben uns auf den Bodensee. Und auch wenn das Wetter vielleicht nicht ideal ist, genießen wir diese Zeit sehr. Carm kümmert sich wie immer um unser leibliches Wohl und sorgt für Frühstück unterwegs. So, und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wo es hingeht. Wir haben abgelegt in Konstanz und
sind jetzt schon mitten auf dem See in Richtung Romanshorn. Wir haben wetterbedingt und den Umständen bedingt ein bisschen ungeplant. In Romanshorn wird ein Freund der Gruppe hinzusteigen, der Tobi. Ja, dann haben wir uns überlegt, dass wir den letzten Abend in Chessborn verbringen werden. Da hat der liebe Ben nämlich ein ganz, ganz tolles Lokal gefunden und auch einen Tisch reserviert. Und ja, das befindet sich in einem Werftgebäude. Also ich bin total gespannt und würde sagen, wir nehmen euch einfach mit. Aber erstmal steht dann heute ein bisschen Fahren auf dem Plan. Wir werden viel, viel Zeit auf dem See verbringen. Das Wetter ist halt heute sehr regnerisch und grau, aber ja gut, ne, wir sind jetzt auch nicht immer so die schönen Wetterfahrer, muss ich halt sagen. Also es macht uns einfach schon genauso viel Spaß, auch bei Regen zu fahren, denn auf den Booten selber ist man ja trocken. Beim Anlegen, klar, braucht man den Regen jetzt nicht unbedingt, aber das lässt sich halt auch nicht immer vermeiden. Ah, und Ben hat auch schon den Kirchturm von Romanshorn gespottet. Dort wartet auch noch eine Aufgabe auf uns, die gehört halt einfach dazu. So, das Bootfahren hat natürlich auch Seiten, die sind weniger schön. Jetzt geht es darum, dass wir den Fäkalientank leeren. Also auf den Tank. Absaugschlauch rein. Schön drauf. Und dann heißt es eigentlich warten. Eigentlich ganz einfach. Leider ist meine Nase etwas sehr geruchsempfindlich. Immer dasselbe. Es ist halt ein notwendiges Übel. So, Tobi ist derweil an Bord gesprungen und schon legen wir wieder ab in Richtung Chessborn. Dort in der Marina wollen wir auch tanken. Denn schließlich wollen wir die Akina ja morgen vollgetankt zurückgeben. Die kurze Überfahrt am Morgen von Chessborn nach Romanshorn ist natürlich vorab mit dem Verscharterer geklärt worden. So, wir haben jetzt unseren Fäkalientank in Romanshorn geleert. War nicht so schön, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Aber ja, wir haben auch den Besuch, der zugestiegen ist, aufgenommen. Und das ist der Tobi. Und Tobi unterstützt uns tatkräftig mit Foto- und Videomaterial während der Fahrt. Einen ersten Stopp legen wir in der Ultramarina ein, in Chessborn, denn dort wollen wir auftanken. Festgemacht am Tanksteg, wollen wir doch mal schauen, was so rumgekommen ist dabei in einer Woche. 66,2 Liter, das ist ziemlich sparsam. Für eine Woche fahren ist das ein sehr guter Schnitt. Da freut sich das Portemonnaie. Wir haben 66 Liter verbraucht. Das ist für eine Woche echt nicht viel. Also ich lasse den Motor tatsächlich echt nicht hoch auf Touren kommen. Immer zwischen 1600 und 2000 Umdrehungen und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Alles darüber bringt euch jetzt auch nicht so extrem den Vorteil an Geschwindigkeit oder Zeitersparnis, dass es sich lohnen würde. Nur wenige Fahrminuten später haben wir unser Ziel, den Yachthafen der Bodernwerft, schon erreicht. Und Ben entdeckt auch direkt eine freie Box für uns. In aller Ruhe manövrieren wir uns in die Box. Dann wollen wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Das Panorama kann auf jeden Fall schon mal was. Über diesen Steg geht es in Richtung Hafenmeister und Hafenanlage. Hier ist aktuell leider noch Baustelle, aber wenn man sich den Rest so anschaut, kann man sich vorstellen, wie es hier in Zukunft aussehen wird. Eure Liegegebühren könnt ihr hier am Automaten entrichten. Per EC-Karte oder Kreditkarte, alles kein Problem. Nach dem Zahlen machen wir uns direkt auf den Weg ins Werft 1919. Die Location ist der Wahnsinn und befindet sich auf dem alten Werftgelände der Bodernwerft. Dann kommt mal mit rein. Industrieschick und eine gemütliche Atmosphäre prägen dieses Lokal und die Küche soll hervorragend sein. Wir stoßen erst einmal an auf unseren letzten Abend. Zur Vorspeise gab es dann unter anderem Trüffelpasta,
Was Bender hatte, kann ich euch leider nicht mehr sagen. Zum Hauptgang gab es für Karm eine Gemüsevariation und Ben hat Ramen probiert. Für mich und Tobi gab es Salat und ein Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln. Den Nachtisch haben wir uns dann geteilt. Gut gesättigt machten wir uns auf den Weg zurück zum Boot. Eins können wir sagen, das Werft 1919 solltet ihr auf jeden Fall mal besuchen. Am nächsten Morgen machten wir uns schon recht früh wieder auf den Weg zurück nach Romanshorn. Wir wollten die Erkina ja pünktlich wieder abgeben. Die letzte Nacht war es ziemlich stürmisch. Kurz nach der Hafenausfahrt sollten wir das auch schon ein bisschen zu spüren bekommen. Denn so ruhig, wie es hier noch aussieht, war es letztendlich nicht. Das Wasser hatte sich über Nacht ganz schön aufgeschaukelt und es gab doch die ein oder andere kleine Welle, die das Boot auch mal zum Schaukeln brachte. Ich finde ja so ein bisschen Welle eigentlich ganz schön. Allerdings ging es nicht jedem so an Bord. Hey Karm, wie gefällt's dir so? Immer wenn du filmst, ist es ja kurz wieder ruhig, aber... Film mehr heute. Es hat's in sich wirklich heute. Ich kann nicht mehr. Ja, also man sieht es auf der Wasseroberfläche gar nicht so sehr, aber man wird schon zum Teil gut durchgeschaukelt. Jetzt gerade ist es wieder relativ ruhig. Mit jedem Meter, den wir zurücklegten, merkten wir, wie es heller wurde, die Wellen nachließen und die Sonne wieder rauskam. Ja, hatte sich bis zu unserem letzten Tag quasi Zeit gelassen, die liebe Sonne. Nach in etwa 90 Minuten erreichten wir dann die Hafeneinfahrt zu Romans und waren direkt ein bisschen traurig, dass dies das letzte Anlegemanöver dieser Reise sein würde. Die Zeit verstrich wie immer viel zu schnell. Das Wetter war dieses Mal nicht ganz auf unserer Seite. Dennoch konnten wir uns einen guten Eindruck machen über das Fahrrevier Bodensee. Und wisst ihr was? Es hat uns richtig gut gefallen. So, ein letztes Mal noch rückwärts in die Box. Wie immer in aller Ruhe und in Teamarbeit. Und schon ist die Akina wieder zu Hause. So, die Akina liegt wieder sicher im Hafen von Romanshorn. Wir packen jetzt einmal noch unsere Sachen von Bord. Dann machen wir gleich die Übergabe. Und ja, dann geht's schon wieder nach Hause. Die Zeit ging dann doch viel, viel schneller rum als gedacht. Die Übergabe verlief völlig problemlos. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Aber vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit. Denn wir haben gemerkt, eine Woche ist doch ganz schön kurz, wenn man diese wunderschöne Gegend in Ruhe erkunden möchte. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns auf unserer Reise zu begleiten und konntet euch auch einen Eindruck über das Fahrrevier Bodensee machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Skipper & Co.